Zwei Jahre Pilotprojekt Lilo Lausch Zuhören verbindet gehen zu Ende. Zwei wertvolle Jahre, in denen Kinder unterschiedlichster Herkunft spielerisch gelernt haben, mit Sprache umzugehen. Bei Lilo Lausch sind fremde Sprachen keine Barriere, sondern eine Bereicherung für Wortschatz, Kulturverständnis und Selbstbewusstsein. 20 Kitas in Wiesbaden haben daran erfolgreich teilgenommen und dafür sind sie auf der Fachtagung im Wiesbadener Kulturforum ausgezeichnet worden. Auf der bunten Ausstellung der Tagung konnten sich die Besucher überzeugen, was die Kinder in den Lilo Lausch Hörclubs alles gelernt und auf die Beine gestellt haben, bis hin zur Produktion eigener mehrsprachiger Hörspiele. Erfolg, den man messen kann. Die Uni Gießen hat das Projekt wissenschaftlich begleitet und belegt, die Sprach- und Zuhörkompetenz der Kinder hat eindeutig zugenommen. Sie können besser mit Medien umgehen. Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund fühlen sich angenommen und wertgeschätzt. Das hat sogar Andrea Zinnenlauf von der Vodafone-Stiftung Deutschland überrascht. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Erfolg, der jetzt auch von der Uni Gießen durch Professor Neuss bestätigt worden ist. Es hat eben gezeigt, dass man über diesen Weg, über ein Projekt, die Willkommenskultur in einer Kita stärken kann, die Teilnahme der Eltern aktivieren kann und offensichtlich auch ein Selbstbewusstsein bei den Kindern fördert, was ich persönlich vorher nicht erwartet hätte, dass das wirklich eines der großen Erfolge dieses Programms ist. Auch HR-Intendant Dr. Helmut Reitze hat das Projekt mit der flauschigen Handpuppe ins Herz geschlossen. Dieses Projekt Lilo Lausch mit der Figur des kleinen Elefanten schafft es, dass Kinder, Erzieherinnen und die Eltern Spaß daran haben zu lernen, eine andere Sprache zu lernen, zuhören zu lernen und auf diese spielerische Art und Weise Eltern und Bildungsinstitutionen in einen Dialog, in eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gewissermaßen zu bringen. Das ist der große Erfolg von Lilo Lausch. Das Ende der Pilotphase ist zugleich Startschuss für ganz Deutschland. 30 Stipendien für Kitas vergibt die Vodafone-Stiftung bundesweit. Weitere Förderer und Partner sind erwünscht, um so viele Kinder wie möglich auf die Reise mit Lilo Lausch zu schicken. Sofort mitmachen kann jedes Kind aber jetzt schon, und zwar per App. Mit ihr werden Kids an andere Sprachen herangeführt. Alle Infos zur App und zum gesamten Projekt gibt's auf www.lilolausch.de.